Meine Lieben, schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Katrin und ihr seid hier auf meinem Kanal Chaos und Tour gelandet. Und wir gehen schwer auf Weihnachten zu. Und ich habe mir überlegt, dass ich euch die nächsten fünf Tage ein bisschen literarisch begleite, sozusagen. Und zwar lesen wir ein Weihnachtslied in Prosa, eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest von Charles Dickens. Dem einen oder anderen wohl auch bekannt als A Christmas Carol. Ich lese das jedes Jahr vor Weihnachten. In den letzten fünf Tagen sind ja genau fünf Strophen oder Kapitel. Und ich habe gedacht, ich lasse euch mal teilhaben. Ihr könnt mich einfach zurücklehnen und einen Tee trinken und mir lauschen. Ihr könnt dieses vorlesen, dieses Storytime hier zum Einschlafen hören, beim Baum schmücken, beim Basteln. Penten was auch immer ihr ähm, gerade machen möchtet. Also, lehnt euch zurück, macht euch eine Kerze an, holt euch den heißen Kakao. Viel Spaß. Ein Weihnachtslied in Prosa, eine Ge Geistergeschichte zum Weihnachtsfest von Charles Dickens. Erste Strophe: Marleys Geist. Marley war tot das gleich zu anfangen. Darüber besteht nicht der geringste Zweifel. Die Bestattungsurkunde war vom Geistlichen, vom Standesbeamten, vom Leichenbestatter und dem Hauptleidtragenden unterschrieben. Scrooge hatte sie unterzeichnet. Und Scrooges Name war auf der Börse für jede Sache gut, unter die er seine Unterschrift setzte. Der alte Mali war tot wie ein Türnagel. Wohlgemerkt, ich will nicht behaupten, dass ich genau wüsste, was man unter Tod wie ein Türnagel versteht. Ich wäre eher geneigt, einen Sargnagel als den unbelebtesten Gegenstand aller Eisenwaren anzusehen. Aber die Weisheit unserer Vorfahren steckt in diesem Vergleich und ich möchte ihn nicht mit meinen ungeweihten Händen zerstören. Sonst geht unser Land zugrunde. Gestatten Sie mir deshalb mit allem Nachdruck zu wiederholen, dass Mali tot wie ein Türnagel war. Wusste Scrooge, dass er tot war? Selbstverständlich. Wie sollte er nicht? Scrooge und er waren, ich weiß nicht, wie viele Jahre Partner gewesen. Scrooge war sein einziger Testamentsvollstrecker, sein einziger Nachlassverwalter, sein einziger Rechtsnachfolger, sein einziger Nachvermächtnisnehmer, sein einziger Freund und der einzige um ihn Trauernde. Doch nicht einmal Scrooge war über das traurige Ereignis so tief betrübt, dass er nicht sogar am Tag der Beerdigung ein tüchtiger Geschäftsmann gewesen wäre und ihn mit einem guten Geschäft feierlich begangen hätte. Die Erwähnung von Marleys Begräbnis führt mich auf meinen Ausgangspunkt zurück. Es besteht kein Zweifel, dass Marley tot war. Das muss als sicher angenommen werden. Ansonsten kann aus der Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, nichts Wunderbares hervorgehen. Wenn wir nicht vollkommen überzeugt wären, dass Hamlets Vater gestorben war, bevor das Stück begann, wäre sein nächtlicher Bummel, den er bei Wind von Ost her über seinen Festungswall machte, nicht bemerkenswerter, als wenn irgendein Herr in mittleren Jahren, nach Einbruch der Dunkelheit, hastig zu einem luftigen Ort hinauszieht, Sagen wir zum Beispiel auf den St. Paul's Friedhof, um das schwache Gemüt seines Sohnes buchstäblich in Furcht zu versetzen. Scrooge ließ niemals den Namen des alten Marley übermalen. Noch Jahre später stand über der Geschäftstür Scrooge und Marley. Die Firma war als Scrooge und Marley bekannt. Manchmal nannten Leute, denen das Geschäft vorher unbekannt war, Scrooge Scrooge und manchmal Marley. Aber er reagierte auf beide Namen. Für ihn war es dasselbe. Oh, was war er doch für ein Geizkragen? Scooch, dieser habsüchtige, alte Sünder, der das Geld aus anderen herauspresste und an sich riss, der es zusammenkratzte und krampfhaft festhielt. Er war hart und scharf wie ein Feuerstein, aus dem kein Stahl jemals auch nur einen Funken Großzügigkeit herausgeschlagen hatte. Er war so verschwiegen, verschlossen und einsiedlerisch wie eine Auster. Die Wangen runzlig, die innere Kälte ließ seine alten Gesichtszüge erstarren. Und die Wangen runzelig werden, zwickten ihm in die spitze Nase und machten ihn steifbeinig. Sie ließen seine Augen rot und die dünnen Lippen blau werden und kam deutlich in seiner krächzenden Stimme zum Ausdruck. Rauhreif überzog Kopf und Augenbrauen sowie sein kantiges Kinn. Er trug seine niedrige Temperatur ständig mit sich herum. Er kühlte während der Hundstage sein Büro und erwärmte es auch nicht um ein Grad in der Weihnachtszeit. Außer Hitze oder Kälte hatte auch Scrooge wenig Einfluss. Weder Wärme konnte ihm das Herz erwärmen, noch winterliches Wetter ihn entmutigen. Kein Wind war rauer als er, kein Schneeschauer mehr auf seine Absicht bedacht, kein Regenguss einer dringenden Bitte gegenüber weniger aufgeschlossen. Schlechtes Wetter konnte ihm nie etwas anhaben. Der heftige Regen, Schnee, Hagel oder Graupel konnte sich nur in einer Hinsicht rühmen, überlegen zu sein. Sie gingen oft verschwenderisch her hernieder. Er zeigte sich niemals so. Niemand hielt ihn auf der Straße an und fragte mit freundlichem Blick, Lieber Mr. Scrooge, wie geht es Ihnen? Wann kommen Sie mich besuchen? Kein Bettler flehte ihn an, ihm eine Kleinigkeit zu schenken. Kein Kind fragte ihn, wie spät es sei. Nicht ein einziges Mal wurde es gut von einem Mann oder einer Frau gefragt, wie man zu diesem oder jenem Ort gelange. Selbst die blinden Hunde schienen ihn zu kennen. Wenn sie ihn herankommen sahen, zerrten sie ihre Besitzer in Hauseingänge hinein oder die Gasse hinauf. Dann wedelten sie mit dem Schwanz, als wollten sie sagen, es ist besser, gar keine Augen zu haben, als böse, blinde Herrchen. Aber was kümmerte das, Scrooge? Das war es gerade, was ihm gefiel, weil er sich seinen Weg durchs Leben bahnte, indem er menschliches Mitgefühl nicht zu nah an sich heranließ, wurde er von den Eingeweihten ein verrückter Kerl genannt. Einst sah der alte Scrooge an einem der schönsten Tage des Jahres, einem Heiligabend, geschäftlich in seinem Büro. Das Wetter war rau, bitter, kalt und obendrein neblig. Er konnte hören, wie die Leute draußen auf dem Hof keuchend auf und ab gingen, sich mit den Händen gegen die Brust schlugen, mit den Füßen auf das, auf, den, das As, auf das Pflaster stampften, um sie zu erwärmen. Die Uhren in der Stadt hatten gerade erst drei geschlagen, aber es war schon ziemlich dunkel. Es war den ganzen Tag über nicht hell geworden. Und in den Fenstern der umliegenden Büros flackerten Kerzen wie rötliche Fettflecken in der dicken braunen Luft. Der Nebel drang zu jedem Ritz- und Schlüsselloch herein und war draußen so dicht, dass die gegenüberliegenden Häuser nur schemenhaft zu sehen waren, obwohl der Hof zu einem der engsten gehörte. Wenn man sah, wie sich die schmutzige Wolke herabsenkte und alles verdunkelte, konnte man denken, Mutter Natur lebe ganz in der Nähe und braue in großem Umfang. Die Tür von Scrooge's Büro stand offen damit er ein auge auf seinen angestellten werfen konnte der in einer traurigen kleinen zelle nebenan eine art kasten saß und briefe abschrieb bei scrooge brannte ein sehr kleines feuer bei dem angestellten aber ein noch kleineres das es wie eine einzige kohle aussah er konnte jedoch nichts nachlegen weil scrooge die kohlenkiste in seinem raum aufbewahrte sobald der angestellte mit der schaufel hereinkab, kam, gab ihm sein Herr zu verstehen, dass sich ihre Wege trennen müssten. Daraufhin legte sich der Angestellte sein weißes Wolltuch um den Hals und versuchte sich an der Kerze aufzuwärmen. Da er aber keine große Fantasie besaß, gelang ihm das nicht. Frohe Weihnachten, Onkel. Gott segne dich. rief eine vergnügte Stimme. Es handelte sich um die Stimme von Scrooge's Neffen, der so schnell auf ihn zukam, dass sie das erste Anzeichen seines Kommens war. Pah, sagte Scrooge. Unsinn. Scrooge's Neffe hatte sich beim raschen Laufen im Nebel und Frost dermaßen erhitzt, dass er nur so glühte. Sein hübsches Gesicht war gerötet, die Augen funkelten, und beim Atmen stieß er Dampfwolken aus. Weihnachten ein Unsinn, Onkel? sagte Scrooge's Neffe. Das meinst du doch sicher nicht so. Doch, sagte Scrooge. Frohe Weihnachten! Welches Recht hast du, froh zu sein? Welchen Grund hast du, froh zu sein? Du bist arm genug. Aber geh, erwiderte der Neffe fröhlich. Welches Recht hast du, traurig zu sein? Welchen Grund hast du, verdrießlich zu sein? Du bist doch reich genug. Da Scrooge im Moment keine bessere Antwort zur Hand hatte, sagte er wieder: Pah! und fügte noch ein. Unsinn. Hinzu. Sei nicht ärgerlich, Onkel, sagte der Neffe. Was kann ich sonst sein? erwiderte der Onkel. Wo ich in einer Welt voller Narren lebe. Frohe Weihnachten. Pfui. Über frohe Weihnachten. Was bedeutet die Weihnachtszeit von ander schon anders für dich als eine Zeit, in der man Rechnungen ohne Geld bezahlt? in der man ein Jahr älter, aber keinen Deut reicher geworden ist, in der man die Bücher abschließt und sich jeder Postnerin ein Dutzend Monate hindurch als gewinnlos erweist. Wenn es nach mir ginge, sagte Scrooge aufgebracht, müsste jeder Idiot, der mit einem froh Weihnachten auf den Lippen herumläuft, in seinem eigenen Plumphadding gekocht und mit einem Stechpalmenzweig durchs Herz begraben werden. Das sollte er. Onkel, flehte der Junge. Neffe. Erwiderte der Onkel ernst: Feiere Weihnachten auf deine Weise und lass es mich auf meine feiern. Feiern, wiederholte Scrooges Neffe, aber du feierst es ja gar nicht. Lass das nur mir, sagte Gut. Möge es dir viel Gutes bringen, hätte es dir hättest ja immer viel Gutes gebracht. Es gibt viele Dinge, von denen ich Gutes hätte gewinnen können, aus denen ich allerdings keinen Nutzen gezogen habe, erwiderte der Neffe. Weihnachten gehört dazu, aber ganz bestimmt habe ich die Weihnachtszeit, wenn sie herankam, abgesehen von der Ehrfurcht vor ihrem heiligen Namen und Ursprung, falls man überhaupt von dem, was damit verbunden ist, absehen kann, als eine gute Zeit angesehen. Die Zeit der Güte, der Vergebung, der Barmherzigkeit und Freude. Die einzige Zeit im Laufe des Jahres, die ich kenne, in der Männer und Frauen einmütig ihre verschlossenen Herzen weit zu öffnen scheinen und an die Menschen unter sich denken, als ob sie wirklich Wandergefährten zum Grabe wären und nicht eine andere Art von Geschöpf auf anderen Wegen. Und deshalb, Onkel, glaube ich, obwohl sie mir niemals auch nur ein Gramm Gold oder Silber eingetragen hat, dass sie mir Gutes gebracht hat und auch weiterhin bringen wird. Und deshalb sage ich, Gott segne sie. Der Angestellte in seinem Kasten spendete unwillkürlich Beifall. Da er sich sofort der Ungehörigkeit seines Verhaltens bewusst wurde, stocherte er im Feuer und löschte damit den letzten schwachen Funken aus. Lassen Sie mich noch einen Ton von Ihnen hören, sagte Scoot, und Sie werden Weihnachten feiern, indem Sie Ihre Stellung loswerden. Sie sind ein recht gewaltiger Regner, Sir, fügte er zu seinem Neffen gewandt hinzu. Ich wundere mich, warum du nicht ins Parlament gehst. Sei nicht ärgerlich, Onkel, bitte, komm morgen zu uns zum Essen. Scrooge sagte, dass er ihn ja wahrhaftig. Er sprach den ganzen Satz aus und sagte, dass er ihn erst an der Schwelle des Todes wiedersehen wolle. Aber warum? rief Scrooge's Neffe. Warum? Warum hast du geheiratet? fragte Scrooge. Weil ich mich verliebt habe. Weil du dich verliebt hast? Knurrte Scrooge, als ob dies das einzige auf der Welt sei, was noch lächerlicher war als eine frohe Weihnacht. Guten Tag. Onkel, du hast mich aber auch nie besucht, bevor, du, bevor das geschah. Warum gibst du es als Grund dafür an, jetzt nicht zu kommen? Guten Tag, sagte Scrooge. Ich brauche nichts von dir, ich, ich verlange nichts von dir, warum können wir nicht Freunde sein? Guten Tag sagte Scrooge. Es tut mir von ganzem Herzen leid, dass du so unnachgiebig bist. Wir haben noch nie miteinander Streit gehabt. Aber ich habe Weihnachten zu Ehren den Versuch gemacht und lass mich auch nicht aus meiner Weihnachtsstimmung bringen. Darum frohe Weihnachten, Onkel. Guten Tag, sagte Scrooge. Und ein glückliches neues Jahr. Guten Tag, sagte Scrooge. Trotzdem verließ sein Neffe das Zimmer ohne ein böses Wort. An der äußeren Tür blieb er stehen, um den Angestellten alles Gute zum Weihnachtsfest zu wünschen, der so kalt ihm war, mehr Wärme hatte als Scrooge, denn er erwiderte die Grüße herzlich. Das ist auch so ein Bursche, murmelte Scrooge, der dessen Worte mitgehört hatte. Mein Angestellter mit 15 Schilling pro Woche und Frau und Kind und redet von frohen Weihnachten. Ich werde wohl nach Bethlehem ziehen. Dieser Verrückte hatte, als er Scrooges Neffe hinausließ, zwei andere Personen eingelassen. Es waren zwei stattliche Herren von angenehmem Äußeren, die nun den Hut hatten, den Hut hatten sie abgenommen, in Scrooges Büro standen. Sie hielten Bücher und Papier in der Hand und machten eine Verbeugung. »Scrooge und Marley, nicht wahr? sagte einer der Herren und bezog sich auf seine Liste. Habe ich das Vergnügen, mit Mr. Scrooge oder Mr. Marley zu sprechen? Mr. Scrooge ist seit sieben Jahren tot, erwiderte Scrooge. Mr. Marley ist seit sieben Jahren tot, erwiderte Scrooge. Er starb auf den Tag genau vor sieben Jahren. Und wir zweifeln nicht daran, dass seine Großzügigkeit seinem überlebenden Partner fortgesetzt wird, sagte der Herr und zeigte seine Papiere vor. Das wurde sie, denn sie waren Verwandten Geistes gewesen. Bei dem unvoll, unheilvollen Wort Großzügigkeit runzelte Scrooge die Stirn, schüttelte den Kopf und reichte die Papiere zurück. »In dieser Festzeit, Mr. Scrooge,« sagte der Herr und nahm eine Feder zur Hand, »ist es mir denn je wünschenswert, dass man für die Armen und Bedürftigen, die jetzt schwer zu leiden haben, eine Kleinigkeit zur Verfügung stellt?« Vielen Tausenden fehlt es am Allernötigsten. Hunderttausende entbehren die bescheidensten Annehmlichkeiten des Lebens, Sir. Gibt es keine Gefängnisse? fragte Scrooge. Eine Menge Gefängnisse, sagte der Herr und legte die Feder wieder hin. Und die Armenhäuser? fragte Scrooge weiter. Sind sie noch in Betrieb? Ja, erwiderte der Herr. Allerdings wünsche ich mir, ich könnte nein sagen. Die Tretmühle und das Armengesetz sind auch noch voll wirksam? fragte Scrooge. Beide nur zu sehr, Sir. Oh, ich fürchtete schon, nach dem, was Sie zuerst sagten, es wäre etwas geschehen, was Ihre nützliche Tätigkeit beendet hätte, sagte Scrooge. Ich freue mich, das zu hören. Unter dem Eindruck, dass Sie der Mehrheit kaum christlichen Trost an Leib und Seele bieten, erwiderte der Herr bemühen sie sich einige von uns geld zu sammeln damit wir den armen etwas zu essen und zu trinken sowie warme kleidung kaufen können wir haben dieses jahr gewählt diese zeit gewählt weil gerade jetzt die not am stärksten empfunden wird und der Überfluss freude bereitet was darf ich für sie einsetzen nichts erwiderte scrooge sie möchten ungenannt bleiben ich möchte allein gelassen werden sagte scrooge da sie mich fragen was ich wünsche mein herr ist das meine antwort ich würde mir selbst keine frohe Weihnachten und kann es mir nicht leisten, Faulenzern fröhlich zu machen. Ich unterstütze die Einrichtungen, die ich erwähnt habe. Sie kosten schon genug. Diejenigen, denen es schlecht geht, müssen eben dorthin gehen. Viele können nicht dorthin gehen, und viele würden lieber sterben. Wenn sie lieber sterben würden, sagte Scrooge, sollten sie es tun und dadurch den Bevölkerungsüberschuss vermindern. Übrigens, entschuldigen Sie, ich weiß ich das nicht. Sie sollten es aber wissen, bemerkte der Herr. Das ist nicht meine Angelegenheit, entgegnete Scrooge. Es genügt, wenn man wenn ein Mann etwas von seinen eigenen Angelegenheiten versteht und sich nicht in die anderen einmischt. Meine beschäftigen mich vollends. Guten Tag, meine Herren. Da die Herren einsahen, dass es sinnlos war, ihr Ziel weiter zu verfolgen, zogen sie sich zurück. Scrooge nahm seine Arbeit mit einer besseren Meinung von sich wieder auf, und befand sich in einer gehobenen Stimmung, als das sonst der Fall war. Inzwischen hatte sich der Nebel so verdichtet und die Dunkelheit so zugenommen, dass die Menschen mit flackernden Kerzen umherliefen und sich anboten, vor dem Pferdekutschen herzulaufen und ihnen den Weg zu zeigen. Der ehrwürdige Kirchturm, dessen heisere alte Glocke durch ein Spitzbogenfenster im Mauerwerk sonst verstohlen auf Scrooge heruntersah, wurde unsichtbar und zeigte die Stunden und Viertelstunden in den Wolken an. Wobei hinterher ein Zittern in der Luft hing, als ob dort oben in seinem verworrenen Kopf die Zähne klapperten. Es wurde immer kälter. In der Hauptstraße an der Ecke des Hofes besserten einige Arbeiter die Gasleitungen aus. Sie hatten in einer Kohlenpfanne ein großes Feuer angezündet, um das sich eine Gruppe zerlumpter Männer und Jungen scharte, die sich die Hände wärmten und verzückt in die Glut blinzelten. Da der Wasserhahn unbeachtet gelassen worden war, erstarrte das langsam überfließende Wasser und gefror zu menschenfreundlichem Eis. menschenfeindlichem Eis. Der Lichtschein aus den Geschäften, wo Stechpalmenzweige mit Beeren in der Hitze der Schaufensterlampen knisterten, warf auf die blassen Gesichter der Passanten einen rötlichen Schimmer. Geflügel und Feinkosthandel wurde wurden ein großes Vergnügen, ein prächtiges zu schaustellen, dass es kaum möglich war zu glauben, derartig öde Prinzipien wie Einkaufen und Verkauf hätten irgendetwas damit zu tun. Der Bürgermeister in der Festung seines mächtigen Herrenhauses erteilte seinen 50 Köchen- und Kellermeistern den Befehl, Weihnachten so zu feiern, wie es dem Haushalt eines Bürgermeisters zukommt. Und sogar der kleine Schneider, der am vergangenen Montag noch fünf Schilling Geldstrafe wegen Trunkenheit und Rauflust auf der Straße auferlegt hatte, rührte in seinem Dachstübchen den Pudding für den morgigen Tag, während sich seine magere Frau mit dem Baby auf den Weg machte, um den Rinderbraten einzukaufen. Es wurde noch nebliger und noch kälter, eine durchdringende, schneidende, beißende Kälte. Wenn der gute, heilige Dunstan dem bösen Geist mit einem Hauch dieses Wetters um die Nase gefahren wäre, statt ihm sonst vertrauten Waffen zu gebrauchen, hätte er wahrhaft ein kräftiges Brüllen erhoben. Der Besitzer einer kleinen jungen Nase, die von der hungrigen Kälte angenagt und angeknabbert war wie Knochen von Hunden, bückte sich zu Scoots Schlüsselloch herab, um ihn mit einem Weihnachtslied zu erfreuen. Doch beim ersten Ton von Gott segne dich, lieber Herr, nichts möge dich erschrecken, langte Scrooge mit solchem Schwung nach dem Lineal, dass der Sänger, Sänger entsetzt die Flucht ergriff und das Schlüsselloch dem Nebel und dem noch verwandteren Frost überließ. Endlich war die Stunde gekommen, das Büro zu schließen. Unwillig kletterte Scrooge von seinem Stuhl herab und bedeutete diese Tatsache stillschweigend dem wartenden Angestellten, der sofort die Kerze ausblies und den Hut aufsetzte. Sie möchten morgen frei haben, nehme ich an, sagte Scrooge. Wenn es Ihnen passt, Sir. Es passt mir nicht, sagte Scrooge. Und es ist nicht gerecht. Wenn ich Ihnen dafür eine halbe Krone abzöge, kämen Sie sich schlecht behandelt vor, möchte ich wetten. Der Angestellte lächelte vage. Doch Sie finden nicht, sagte Scrooge, dass ich schlecht behandelt bin, wenn ich Ihnen für einen Tag, an dem Sie nicht arbeiten, Lohn zahle? Der Angestellte wandte ein, dass es doch nur einmal im Jahr sei. Eine armselige Entschuldigung, dafür einem Mann an jedem 25. Dezember das Geld aus der Tasche zu locken, sagte Scrooge und knöpfte den Mantel bis zum Kinn zu. Aber vermutlich brauchen Sie den ganzen Tag, seien Sie am nächsten Morgen umso zeitiger hier. Der Angestellte versprach es und Scrooge ging knurrend hinaus. Das Büro, Büro war im Nu geschlossen und der Angestellte, dem die langen Enden seines weißen Schals bis zur Taille, Taille herabbaumelten, einen Mantel besaß er nicht, schlitterte zu Ehren des Weihnachtsabends zwanzigmal am Ende einer Schlange von Jungen die Kornhill entlang und dann rannte er so schnell er nur konnte nach Campton Town heim, um blinde Kuh zu spielen. Scooch nahm sein trauriges Abendessen wie gewöhnlich in seinem traurigen Gasthaus ein. Und nachdem er sämtliche Zeitungen gelesen und den Rest des Abends mit seinem Kontobuch verbracht hatte, machte er sich auf den Heimweg, um schlafen zu gehen. Er bewohnte die Zimmer, die früher seinem verstorbenen Partner gehört hatten. Es war eine düstere Flucht von Räumen in einem zusammenfallenden Gebäude neben dem Hof, wo es so wenig hinpasste, dass man kaum hin hin konnte, sich vorzustellen, es müsse, als es noch ein junges Haus war, beim Versteckspiel mit anderen Häusern dorthin gelaufen sein und nicht mehr zurückgefunden haben. Jetzt war es allerdings alt und trostlos, denn außer Scrooge wohnte niemand mehr darin. Die anderen Räume waren als Büros vermietet. Der Hof war so dunkel, dass sich selbst Scrooge, der dort jeden Stein kannte, mit den Händen vorwärts tastete. Nebel und Frost hingen so schwer in den alten Eingang des Hauses, dass es schien, als ob der Wettergott in trauernden Grübeln auf der Schwelle säße. Nun ist es eine Tatsache, dass an dem Türklopfer nichts Besonderes war, nur seine Größe. Es ist auch eine Tatsache, dass Scrooge ihn morgens und abends gesehen hatte, seit er dort wohnte, ebenso dass Scrooge von dem, was man Fantasie nennt, genauso wenig besaß wie jedermann in London, einschließlich und das ist eine kühne Feststellung der Stadtbehörde, Ratsherren und Dienerschaft. Wollen wir uns ferner daran erinnern, dass Scrooge nicht einem einzigen Gedanken an Marley verschwendet hatte, seit er an diesem Nachmittag erwähnt hatte, dass sein Partner vor sieben Jahren verstorben war? Und dann mögen wir jemandem erklären, falls er das kann, wie es kam, dass Scrooge, als er den Schlüssel ins Schloss steckte, in dem Klopfer. Ohne, dass dieser zwischendurch einen Wandel durchmachte, nicht ein Klopfer, sondern Marleys Gesicht sah. Marleys Gesicht. Es lag nicht wie die anderen Gegenstände im Hof in undurchdringlichem Schatten, sondern von ihm ging ein unheilvolles Leuchten aus. Wie von einem verdorbenen Hummer in einem dunklen Keller. Es war nicht böse oder grimmig, sondern sah Scrooge an. Wie Marley es zu tun pflegte. Die gespenstische Brille auf die gespenstische Stirn hochgeschoben, das Haar war mer merkwürdig durcheinander gewühlt, wie von einem Luftzug oder heißer Luft, und obwohl die Augen weit offen standen, waren sie völlig bewegungslos. Dies und die Leichenblässe waren erschreckend. Doch dieser Schrecken schien weder in der Absicht des Gesichts noch in seiner Macht zu liegen, sondern vielmehr zu seinem Ausdruck zu gehören. Als Scrooge die Erscheinung fest ansah, war es wieder ein Türklopfer. Zu behaupten, dass er nicht bestürzt gewesen wäre und dass er in seinem Blut keine furchtbare Erregung gespürt hätte, wie sie ihm seit seiner Kindheit fremd war, hätte nicht der Wahrheit entsprochen. Doch er nahm den Schlüssel, den er losgelassen hatte, zur Hand, drehte ihn entschlossen herum, ging hinein und zündete seine Kerze an. Er blieb einen Augenblick unschlüssig stehen, ehe er die Tür schloss, und blickte zuerst vorsichtig dahinter, als ob er fast erwartete, durch den Anblick von Marleys Zopf erschreckt zu werden, der in den Hausflur hineinragte. Aber an der Rückseite der Tür war weiterhin nichts als die Schrauben und die Muttern, die den Klopfer hielten. Deshalb sagte er, nach was, und schlug die Tür krachend zu. Der Schall hallte durch das Haus wie Donner. Jedes Zimmer oben und jedes Faß unten im Keller des Weinhändlers schien sein eigenes Echo zu haben. Scrooge war nicht der Mensch, der sich durch Echos erschrecken ließ. Er verschloss die Tür, durchquerte den Hausflur und stieg die Treppe hinauf, allerdings langsam, denn im Gehen putzte er die Kerze. Es ist sich kaum sagen, dass man mit einem Sechsspänner eine gute alte Treppe hinauffahren oder ein schlechtes neues Gesetz durchbringen könne. Ich behaupte aber, dass man in diesem Treppenhaus sogar einen Leichenwagen hochbekommen hätte. Und zwar quer: Mit der Dachse, Deichsel zur Wand und der Tür zum Geländer hin. Und das mit Leichtigkeit. Die Breite dafür war vorhanden, überhaupt genügend Platz. Das ist vielleicht der Grund, warum gut glaubte, vor sich in der Dunkelheit eine sich bewegende Bahre zu sehen. Ein halbes Dutzend Gaslampen auf der Straße hätten den Flur nicht ausreichend erleuchtet. Und so kam sich. Man sich kann man sich vorstellen, dass es mit Scrooge's Kerze recht finster war. Scrooge stieg hinauf und scherte sich den Teufel darum. Dunkelheit ist billig, und das liebte Scrooge. Bevor er aber eine schwere Tür schloss, ging er durch alle Zimmer, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war die erinnerung an das gesicht war noch stark genug um dies für angebracht zu halten wohnzimmer schlafzimmer rumpelkammer alles wie es sein sollte keiner unter dem tisch keiner unter dem sofa ein kleines feuer im kamin löffel und schüssel standen bereit das kleine töpfchen mit der haferschleimsuppe scrooge hatte eine erkältung auf dem kamineinsatz niemand unter dem bett Niemand im Schrank, niemand in seinem Schlafrock, der in verdächtiger Weise an der Wand hing. Die Rumpelkammer wie üblich: ein altes Kamingitter, alte Schuhe, zwei Fischkörbe, der Wäscheständer mit drei Beinen und ein Schürhaken. Ganz beruhigt machte er die Tür zu und schloss sich ein. Er schloss sogar zweimal herum, was sonst nicht seine Gewohnheit war. Somit, gegen Überraschungen gefeit, legte er die Krawatte ab, zog Schlafrock und Pantoffeln an und setzte die Nachtmütze auf. Dann nahm er vor dem Kamin Platz und aß seine Haferschleimsuppe. Es war wirklich ein kleines Feuerchen lächerlich für einen so bitterkalten Abend. Er musste dicht dabei sitzen, sich herüberbeugen, um von solch einer Handvoll Kohle wenigstens ein geringes Gefühl der Wärme zu spüren. Der Kamin war alt, vor langer Zeit von einem holländischen Kaufmann gebaut und rundherum mit altmodischen holländischen Kacheln besetzt, die die Bibel veranschaulichen sollten. Da waren Kain und Abel, die Töchter des Pharaos, die Königin von Saba, Engelsboten, die auf Wolken wie auf Federnbetten durch die Wolken herabschwebten, Abraham, Belsasar und Apostel, die in Sosieren in See stachen hunderte von figuren die scrooges gedanken auf sich lenken konnten und trotzdem tauchte das gesicht von marley der schon seit sieben jahren tot war wie der stab des propheten vor ihm auf und verschlang alle anderen wenn jede glatte kachel zunächst unbemalt gewesen wäre und die kraft gehabt hätte irgendein bild aus den zusammenhanglosen bruchstücken seiner gedanken zu gestalten wäre auf jeder ein abbild von Marleys Gesicht erschien. Unsinn, sagte Scrooge und schritt durchs Zimmer. Nach mehrmaligem Auf und Ab setzte er sich wieder hin. Als er den Kopf auf dem Stuhl nach hinten warf, blieb sein Blick zufällig an einer nicht mehr benutzten Glocke hängen, die im Zimmer hing und zu einem längst vergessenen Zweck mit einem Zimmer im obersten Stockwerk des Gebäudes in Verbindung stand. Zu seiner großen Verwunderung mit seiner, einer seltsamen, unerklärlichen Furcht sah er, als er dorthin blickte, dass die Glocke zu schwingen begann. Anfangs schwann sie so sacht, dass sie kaum einen Ton von sich gab. Doch bald klang sie ganz laut und alle Glocken im Haus stimmten ein. Das mochte eine halbe oder eine ganze Minute gedauert haben, aber es schien eine Stunde gewesen zu sein. Die Glocken hörten, wie sie begonnen hatten, gleichzeitig auf. Die Glocken hörten, wie sie begonnen hatten, gleichzeitig auf. Es folgte ein rasselndes Geräusch tief unten, als ob jemand eine schwere Kette über die Fässer im Keller des Weinhänders schleppte. Scrooge erinnerte sich, gehört zu haben, dass Geister in Spukhäusern immer Ketten hinter sich herzügen. Die Kellertour pflückte dröhnend auf, und dann hörte er das Geräusch viel lauter, auf den Fluren unten dann die Treppe herauf und schließlich direkt auf seine Tür zu kommen. Es ist doch Unsinn, sagte Scrooge. Ich glaube nicht daran. Trotzdem verfärbte er sich, als sich es, ohne innezuhalten, durch die schwere Tür kam und vor seinen Augen ins Zimmer trat. Bei seinem Eintreten loderte die schwache Flamme auf, als wollte sie rufen, ich erkenne Marlies Geist und fiel dann in sich zusammen dasselbe Gesicht, genau dasselbe. Marley mit seinem Zopf, der gewohnten Weste, den engen Hosen und Stiefeln, deren Quasten ebenso abstanden wie sein Zopf, die Rockschöße und die Haare auf dem Kopf. Die Kette, die er trug, war um seine Taille gewunden. Sie war lang und schlang sich um ihn wie eine Schleppe. Sie bestand, Scrooge bemerkte das genau, aus Geldkassetten, Schlüsseln, Vorhängeschlössern, Hauptbüchern, Urkunden und schweren, aus Stahl gearbeiteten Geldbörsen. Sein Körper war durchsichtig, so dass Scrooge, als er ihn betrachtete und durch die Taille durchschaute, die beiden Knöpfe hinten am Mantel sehen konnte. Scrooge hatte oft die Bemerkung gehört, Marley hätte kein Herz, aber er hatte das bis jetzt nie geglaubt. Nein, auch jetzt glaubte er das nicht obwohl er durch die Erscheinungen durchblücken konnte und sie vor sich stehen sah, obwohl er die durchdringende Wirkung seiner todkalten Augen spürte und genau das Gewebe des zusammengelegten Tuches, das um Kopf und Kinn gebunden war, erkennen konnte. Diesen Schal hatte er früher nie bemerkt, war er noch skeptisch und kämpfte gegen seine Sinne an. »Was, was soll das heißen?«, fragte scrooge bissig und kalt wie immer. »Was willst du bei mir?« »Viel.« Marleys Stimme kein Zweifel. Wer bist du? Frag mich, wer ich war. Wer warst du also? sagte scrooge mit lauter werdender Stimme. Du nimmst es, nimmst es sehr genau für einen Geist. Er wollte eigentlich sagen, als Geist, ersetzte dies aber durch den passenderen Ausdruck. Zu Lebzeiten war ich dein Partner, Jakob Marley. Kannst du, kannst du dich setzen? fragte Scrooge und sah ihn zweifelt an. Ja. Dann setz dich! Scrooge stellte diese Frage, weil er nicht wusste, ob ein so durchsichtiger Geist überhaupt in der Lage war, sich auf einen Stuhl zu setzen. Und fühlte, dass seine mögliche Unfähigkeit eine etwas peinliche Erklärung nötig machen könnte. Doch der Geist nahm auf der gegenüberliegenden Seite des Kamins Platz, als ob er das so gewohnt sei. Du glaubst nicht an mich, bemerkte der Geist. Nein, sagte Scrooge. Welchen Beweis für meine Existenz möchtest du, außerdem, den dir deine Sinne liefern? Ich weiß nicht, sagte Scrooge. Warum zweifelst du an deinen Sinnen? Weil eine Kleinigkeit sich schon beeinträchtigt, sagte Scrooge. Eine leichte Magenverstimmung macht sie zu Betrügern. Du kannst ein unverdauter Bissen Rindfleisch, ein Kleck Senf, ein Käsekrümel oder ein Stück nicht gar gekochte Kartoffel sein. Die haften mehr der Geruch von Speisen als der des Grabes an, was auch immer du bist. Es war nicht Scrooge's Gewohnheit, Witze zu reißen, und er fühlte sich auch durchaus nicht zum Scherzen aufgelegt. Die Wahrheit ist, dass er versuchte, Forscht zu sein, um seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken und seine Angst zu unterdrücken. Denn die Stimme des Gespenstes ging ihm durch Mark und Bein. Da zu sitzen, diese starren glasigen Augen zu sehen und einen Augenblick zu schweigen, würde ihm, das spürte Scrooge, den Rest geben. Es lag auch etwas Furchtbares darin, dass das Gespenst von einer unterirdischen Atmosphäre umgeben war. Swooch konnte sie nicht selbst wahrnehmen, aber es war eindeutig der Fall, denn obwohl der Geist völlig reglos dasaß, wurden seine Haare, seine Rockschöße und seine Stiefelquasten wie von einem Dunst, der aus einem Ofen steigt, hin und her bewegt. Siehst du diesen Zahnstocher? fragte Scrooge, indem er aus dem eben erwähnten Grund schnell zum Angriff überging, in dem Wunsch, und wenn es auch nur für eine Sekunde wäre, den starken Blick des Geistes von sich abzulenken. Ja, erwiderte der Geist. Du blickst gar nicht zu ihm her, sagte Scrooge. Ich sehe ihn aber trotzdem, sagte der Geist. Nun, erwiderte Scrooge, ich brauche ihn bloß hinunterzuschlucken, um für den Rest meines Tages von einer Schar Kobolde verfolgt zu werden, die ich mir selbst geschaffen habe. Unsinn, sage ich dir alles. Unsinn! Dabei erhob der Geist ein Schrecken, schreckeneinflößendes Geschrei und schüttelte seine Ketten mit solch einem grässlichen und schrecklichen Getöse, dass sich Scrooge an seinem Stuhl festklammerte, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Doch wie viel größer war er erst sein Entsetzen, als das Gespenst die um den Kopf gewickelnde Binde abnahm, als ob es zu warm wäre, sie im Zimmer zu tragen und ihm der Unterkiefer auf die Brust herunterklappte. Scrooge fiel auf die Knie und schlug die Hände vors Gesicht. Gnade, sagte er, Furchtbare Erscheinung, warum quälst du mich? Mann weltlicher Gedanken, entgegnete der Geist. Glaubst du mir oder nicht? Ja, sagte Scrooge, ich muss es ja, aber warum erscheinen Geister auf der Erde und warum kommen sie zu mir? Von jedem Menschen wird verlangt, erwählte Geist, dass seine Seele unter seinen Mitmenschen wandelt und weit herumreist. Und wenn sie nicht im Leben umhergehen, ist sie dazu verdammt, es nach dem Tod zu tun. Sie ist dazu verurteilt, durch die Welt zu ziehen. O oh, weh mir! Und Zeuge dessen zu sein, an dem sie nicht mehr teilhaben kann. Aber auf Erden hätte teilhaben und es in Glück verwandeln können. Wieder erhob das Gespenst ein Geschrei, schüttelte seine Ketten und rang die schattenhaften Hände. Du bist gefesselt, sagte Scrooge zitternd. Sag mir warum! Ich trage die Ketten, die ich im Leben geschmiedet habe, antwortete der Geist. Ich stelle sie Glied um Glied und Elle um Elle her. Ich lege sie freiwillig an und aus freiem Willen trug ich sie. Ist ihr Muster dir so fremd? Scrooge zitterte immer mehr. Oder willst du, fuhr der Geist fort, das Gewicht und die Länge der starken Rolle wissen, die du selber trägst? Sie war ebenso schwer und lang, wie dieses Weihnachten vor sieben Jahren war. Du hast seitdem weiter daran gearbeitet. Es ist eine schwere Kette. Scrooge blickte auf dem Boden umher in der Erwartung, sich von einer hundertzwanzig oder hundertdreißig Meter langen Eisenkette umgeben zu finden, aber er konnte nichts sehen. Jakob, flehte er. Gut alter Jakob, Marley, erzähl mir mehr. Sprich mir Trost zu, Jakob. Ich habe keinen zu spenden, antwortete der Geist. Er kommt aus anderen Bezirken, er Scrooge und wird durch andere Boten gesandt und zu anderen Menschen als dir. Auch kann ich dir nicht sagen, was ich möchte. Nur wenigstens ist mir erlaubt, ich darf nicht ruhen, ich darf nicht stehen bleiben, ich darf nirgends verweilen. Mein Geist ist niemals über unser Büro hinausgekommen, wohlgemerkt. Nie im Leben ist mein Geist über die engen Grenzen unserer Wechslerhöhle hinausgezogen, und beschwerliche Wanderungen liegen vor mir. Scrooge hatte die Gewohnheit, die Hände in die Hosentaschen zu stecken, sobald er nachdenklich wurde. Während er darüber grübelte, was der Geist gesagt hatte, tat er es auch jetzt, aber ohne die Augen zu heben oder aufzusehen. Du scheinst dir dabei viel Zeit gelassen zu haben, Jakob. Du scheinst dir dabei viel Zeit gelassen. Du scheinst dir dabei viel Zeit gelassen zu haben, Jakob, bemerkte Scrooge in geschäftsmäßigem Ton, wenn auch demütig und ehrerbietig.« Zeit gelassen? wiederholte der Geist. Seit sieben Jahren tot, wunderte sich Scrooge. Und, 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 und die ganze Zeit unterwegs. Die ganze Zeit, sagte der Geist. Keine Ruhe, keinen Frieden, unablässig die Qual der Gewissensbisse. Wanderst du schnell? Auf den Flügeln des Windes, antwortete der Geist. Du musst eine weit Strecke in sieben Jahren zurückgelegt haben, sagte Scrooge. Als der Geist es hörte, stieß er noch einen Schrei aus und rasselte mit seiner Kette so grässlich in der toten Stille der Nacht, dass die Wache berechtigt gewesen wäre ihn wegen öffentlichen Ärgernisses zu verklagen. Oh, gefangen, gefesselt und in doppelten Ketten! rief das Geist, das Gespenst wußte ich nicht, dass Jahrhunderte vergehen müssen, in denen sich unsterbliche Wesen unaufhörlich für diese Erde mühen, ehe sich das Gute, für das sie empfänglich ist, entwickelt. Ich wußte nicht, dass jeglichen christlichen Gesinnten, der in seinem kleinen Kreis gütig wirkt, was immer es auch sein mag, sein Leben zu kurz ist, für seine großartigen Möglichkeiten nützlich zu sein. Ich wußte nicht, dass keine noch so große Reue die im Leben verpassten Gelegenheiten wieder wiedergutmachen kann, doch so war ich. Oh, so war ich. Aber du warst doch immer ein guter Geschäftsmann, Jakob, stammelte Scrooge, der nun anfing, alles auf sich zu beziehen. Geschäft, schrie der Geist und rang erneut die Hände. Die Menschlichkeit. Menschheit war mein Geschäft. Die allgemeine Wohlfahrt war mein Geschäft. Barmherzigkeit. Mitleid, Nachsicht und Nächstenliebe waren mein Geschäft. Mein berufliches Gebaren war nur ein Tropfen Wasser in dem weiten Ozean meines Geschäfts. Er hob die Kette so hoch, sein Arm reichte, als ob sie die Ursache seines unnützen Kummers wäre, und warf sie wieder heftig zu Boden. Um diese Jahr Zeit des Jahres, sagte das Gespenst, leide ich am meisten. Warum nur bin ich mit geschlossenen Augen an meinen Mitmenschen vorbeigegangen und habe meine Blicke niemals zu dem gesegneten Stern erhoben, der die Weisen aus dem Morgenland zu einer armseligen Herberge geführt hat? Gab es keine armseligen Wohnungen, in die sein Licht mich hätte führen können? Scrooge war furchtbar er verzweifelt, als er das Gespenst in dieser Weise vorfahren hörte, und begann am ganzen Leib zu zittern. Hör zu, rief der Geist. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich will zuhören, sagte Scrooge. Aber sei nicht so hart zu mir. Rede auch nur umschweif, Jakob, bitte. Wie es dazu kommt, dass ich vor dir in einer Gestalt erscheine, die du sehen kannst, darf ich nicht sagen. Ich habe an so manchem Tag unsichtbar neben dir gesessen. Das war kein angenehmer Gedanke. Scrooge erschauderte und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es ist kein leichter Teil meiner Buße, fuhr der Geist fort. Ich bin heute Abend hier, um dich zu warnen, damit du noch Gelegenheit und Hoffnung hast, meinem Schicksal zu entgehen. Gelegenheit und Hoffnung, zu der ich dir verhelfe, Ebenezer. Du bist mir immer ein guter Freund gewesen, sagte Scrooge. Ich danke dir. Du wirst von drei Geistern heimgesucht werden, begann der Geist von neuem. Scrooge's Gesicht wurde fast ebenso lang wie das des Geistes. Ist das die Gelegenheit und Hoffnung, von der du sprachst, Jakob? stammelte er. Ja. Ich, ich glaube ich, ich möchte sie lieber nicht haben, sagte Scrooge. Ohne ihre Besuche, sagte der Geist, kannst du nicht darauf hoffen, dem Weg auszuweichen, den ich zu gehen habe. Erwarte den ersten Morgen, wenn es ein Uhr schlägt. Könnte ich sie nicht alle auf einmal empfangen und die Sache hinter mich bringen? Jakob, schlug Scrooge vor, erwarte den zweiten in der nächsten Nacht zur selben Stunde den dritten in der darauf folgenden nacht wenn der letzte schlag der zwölften stunde verklungen ist hüte dich mich wiederzusehen und denk daran um deinetwillen was zwischen uns vorgefallen ist nach diesen worten nahm das gespenst sein tuch vom tisch und wand es wie zuvor um den kopf Scrooge merkte es an dem hellen Geräusch, das seine Zähne machten, als die Kiefer von der Binde zusammengeführt wurden. Er wagte die Augen wieder zu erheben und sah seinen unübernatürlichen Besuch in aufrechter Haltung vor sich stehen. Die Kette um den Arm geschlungen. Die Erscheinung entfernte sich rückwärts gehend von ihm und bei jedem Schritt öffnete sich das Fenster ein wenig mehr, so daß es weit offen stand, als das Gespenst es erreichte. Es machte Scrooge Zeichen, näher zu kommen, was er auch tat. Als sie zwei Schritte voneinander entfernt standen, hob Marleys Geist die Hand und warnte ihn, noch näher zu kommen. Scrooge blieb stehen. Weniger aus Gehorsam als aus Überraschung und Furcht, denn beim Heben der Hand nahm er verworrene Geräusche in der Luft wahr. Unzusammenhängende Töne der Klage und Reue und sagbare, sorgenvolles, selbstanklagendes Jammern. Nachdem das Gespenst einen Augenblick gelauscht hatte, stimmte es in das Klagelied mit ein und schwebte in die kalte, dunkle Nacht hinaus. Scrooge ging ihm bis zum Fenster nach und verwe verwegen in seiner Neugier, er schaute hinaus. Die Luft war von Gespenstern angefüllt, die in rastloser Eile hin und her wanderten und dabei stöhnten. Jeder von ihnen trug Ketten wie Marlies Geist. Einige. Es mochten schuldbeladene Regierungsvertreter gewesen sein, waren zusammengeschmiedet, niemand war frei. Scrooge hatte viele zu ihren Lebzeiten persönlich gekannt. Mit einem alten Geist in weißer Weste, der einen riesigen Geldschrank am Knöchel trug, war er ganz vertraut gewesen. Dieser schrie kläglich, weil er einer unglücklichen Frau mit einem Kind nicht helfen konnte, die er unten auf einer Türschwelle sitzen sah. Bei allen bestand das Elend offenbar darin, dass sie sich um Gutes zu tun, in menschliche Angelegenheiten zu mischen versuchten, aber die Macht dafür für immer verloren hatten. Ob sich diese Geschöpfe in Nebel auflösten oder der Nebel sie einhüllte, konnte er nicht sagen. Aber sie verschwanden mitsamt ihren geisterhaften Stimmen, und die Nacht wurde wieder so, wie sie vor seinem Heimweg war. Scoot verschloss das Fenster und untersuchte die Tür, durch die der Geist hereingekommen war. Es war zweimal herumgeschlossen, wie er es mit eigenen Hand getan hatte, und die Riegel waren in Ordnung. Er versuchte Unsinn zu sagen, hielt aber bei der ersten Silbe inne. Und da er dringend die Ruhe bedurfte, sei es wegen der Aufregung, die er gehabt, oder wegen der Strapazen des Tages, oder wegen seines Einblickes in die unsichtbare Welt, oder wegen der betrüblichen Unterhaltung mit dem Geist, oder wegen der vorgerückten Stunde, Ging er ohne sich auszuziehen ins Bett und schlief sofort ein? So, ich hoffe, euch hat die erste Strophe gefallen. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht es weiter mit der zweiten Strophe, der erste der drei Geister. Ich werde euch natürlich alle Folgen nacheinander in eine Playlist packen, so ihr euch sie auch gerne am Stück anhören könnt oder wann immer ihr möchtet, nächstes Jahr auch noch mal gerne. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein paar besinnliche Weihnachtstage, Vorweihnachtstage. Passt gut auf euch auf, bleibt immer schön kreativ. Bleibt gut. Und vor allen Dingen immer total entspannt. Bis dahin. See ya!